Einsteiger hat einen Bauchgurt, ein Seil, also um den Baum legt, damit er nicht nach hinten kippt. Ja, dann kann er sich unten abstützen und unten an den Schuhen hat er Spike-Eisen, die in die Rinde fahren und so halten. Gefährlich ist beim abgestorbenen Baum, dass er zwar in die Rinde reingeht, aber dann die Rinde mit runterreißt. Ein bisschen gefährlich. Abgestorben. Wir sind unter Spannung gebracht. Und der Graf wird jetzt einen Feldschnitt anbringen. Da der Baum direkt am Bach steht, ist es mit der Rückweiche ein bisschen ein Problem. Da müsst ihr ins Wasser hoppen. So, jetzt ist er abgestockt, jetzt müssen die winden. Ist er. Richtig. Und er hängt noch. Es kommt noch eine, der große Bereich. Also wir wurden jetzt unterstützt von der Firma BKW und der Firma Lochner mit den Seilwinden. Für den anderen Baum braucht man keine Seilwinde, die will man von oben runter stocken. Das machen wir jetzt nur, weil sie da sind. Normalerweise wird unten geschnitten, dann fällt der Baum um. Aber wir haben sehr viel, die bayerischen Staatsforsten haben sehr viel Wald nahe an der Bebauung, nahe an Ansbach, an Fürth. Und da können wir solche Bäume, die überhängend sind, natürlich nicht in den Garten reinschmeißen. Deswegen muss einer von uns da hoch, in dem Fall der Herr Ludwig, und der wird jetzt den Baum von oben runter stocken. Das Ganze ist Bauchgurte dabei. Wenn er übersteigen muss, muss er den einen Bauchgurt losmachen und den anderen, mit dem anderen sich sichern, dass er über die Äste drüber kommt. Das wird jetzt ganz schön wackelig. Sie können sich vorstellen, wenn der Baum mal 50 Meter hoch ist und man von so einem großen Baum die Krone runterschneidet, wie das hin und her wackelt. Also Schwindelfreiheit ist absolutes Muss. Blöd ist natürlich, wenn dann jetzt der Sprit ausgeht. Ne? Da muss der Herr Vogel aufmachen. Also man braucht da
Erstens einmal die Ausbildung als Waldarbeiter, ist klar. Und zum Zweiten braucht man mindestens einen zweiwöchigen Kurs, dass man Baumsteigen darf und dass man dann oben auch mit der Motorsäge hantieren darf. Also das kann nicht jeder. Und wie Sie sehen, es schaut zwar jetzt relativ einfach aus, wenn Sie aber auf 20 Meter oben stehen, ist es sehr unangenehm, wenn oben was passiert. Deswegen muss man da gut ausgebildet sein. Das sind jetzt die normalen Klettertechniken, die man auch im Gebirge hat. Das ist der Abseilachter, das letzte sind damit runter. Der Wind im Notfall.